Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund ab und zu meine Stimme hört, die mir sagt, ich sollte mal da und da gucken oder ihr gesagt, das und das mal tun. Weil, Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shot geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Jetzt kommt das nochmal. Ich habe da hinten, es ist wieder da hinten, glaube ich, was gefunden gehabt beim letzten Mal und das werde ich jetzt nochmal holen. Aber ich glaube, das ist nicht mit da. Komisch, da war doch vorhin. Hä? Da war das da. Ah, da hinten, glaube ich, war es. So eine Platine. Damit konnte ich, soweit wir es ja gelesen hatten, unsere Waffen aufbessern. Also, weil ich das jetzt mitgekriegt habe. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, das da. Da einfallen. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. So. Bauen, modifizieren und upgraden, ja. Jetzt kriegen wir jetzt mal die ganze Erklärung wahrscheinlich nochmal. Eine neue Platine nachladen. Gut, die hatten wir jetzt gefunden gehabt. Jetzt muss ich auch irgendeine Waffe dieses Nachladen reinfügen. Rechter Waffenslot. Linker Waffenslot. Plasma-Cutter. Aber dann nehmen wir halt den da. Und da müssen wir jetzt irgendwo da. Kann man nicht. Da kann man nichts machen. Upgrade Platine, leer, leer. Aber irgendwo hat mir doch. Ah, okay. Nachladen. So, jetzt haben wir da die Nachladen drin. Und dann haben wir ja noch Schrott gesammelt gehabt und sind gerade zu blöd. So, wir hatten noch Schrott gesammelt. Waffen-Upgrades, Objekte herstellen, safe. Hä? Okay, da können wir Stase und Munition herstellen. Waffen-Upgrades. Mine. Und was können wir mit dem Schrott? Ah, okay, den Schrott können wir einfach nur sammeln und dann können wir aus dem Schrott neue Waffen machen, wie ich das sehe. Da brauche ich mir zum Beispiel Wolfram für. Da brauchen wir Halbleiter und Wolfram. Da brauchen wir Halbleiter und Altmetall. Und da auch. Okay. Und wenn wir da was upgraden wollen. Keine Erweiterung. Okay, also das wird noch eine lange schwierige Sache. Aber ich denke mal, wir werden es irgendwann mal hinbekommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier das Nachladen bei der hier verbessert. Werden aber nochmal die hier nehmen müssen. Weil ich es sage, dass wir das tun müssen. So. Ich finde diese Maske jetzt sehr interessant, dass sie jetzt auf dem Boden leuchtet. Was können wir hier? Gar nichts. Aber wir sollen hier irgendwas aktivieren. Ja. Okay. Halt mit. Dann gehen wir halt hier weiter. Okay, wir hatten schon geöffnet. Das war, habe ich vergessen.
und sie geht auf ihr zu. So. Oh, ich habe mich voll drauf. Warum muss ich jetzt gerade irgendwie an Dings denken? Da war irgendein. Genau, Ach, sagt's mir. Ich hab den Namen vergessen. Brigitte, genau, Brigitte. Die haben noch die fetten Brüste. Was ist los? Bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Haben sie auch. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken die Ihnen auf die Pelle. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja! Okay, okay. Der bleibt liegen, gut. Was haben wir da jetzt bekommen? Ich hab auf. Ja, Mint, hallo? Nein, Moment. Ah, wir haben jetzt Somatgel. Damit können wir jetzt waschen. Andere haben. Drücke B. Ah, ja. Pium! Pium! Andere haben halt was anderes zu waschen und ich nehme halt so eine Art Gel, ne? Das ist viel schöner. Das macht den Anzug gleich viel, viel weicher. Der ist immer so hart sonst. Und ja, der lässt trotzdem alles nicht durch und dank des Somatgels, ne? Das wirkt wie Wunder. Sollte man testen. Kann ich nur empfehlen. Nein, ganz ehrlich. Kann ich nicht. Aber egal. Ah ja. Cut the limbs off. Da liegt Zeugs. Ich bin immer froh, wenn irgendwo Zeugs liegt. Das geht doch von der Decke. Trotzdem. Denkt auch so, ich hänge nur hier oben rum, weil ich ein schöner Schmetterling bin? Oder was? Ja, ganz neu. Das ist ein Schmetterling erhalten. Aha! Hi. Ganz ehrlich, ist mir egal wie oft ihr euch an die Decke hängt, ihr werdet keine Schmetterlinge. Niemals. Ihr könnt es zwar versuchen, aber glaubt mir, das funktioniert nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe es auch schon versucht. Artefakt entdeckt. Von A.D.M. Marjorie? Graves. Marjorie. March. An gesamte Crew der CMS Roanoke. Ich möchte jeden einzelnen Crewmitglied für die Teilnahme an diesen historischen Expeditionen danken. Nie gab es einen würdigen Grund,
oder düsteren Umständen als die, denen wir uns heute gegenüber sehen. Zwar haben die meisten von ihnen keinen Zugang zu den vollständigen Details dieser Mission, dennoch sollten sie Folgendes wissen: Unsere Hoffnungen und Träume für eine Zukunft stehen auf dem Spiel. Das Schicksal der Kolonie liegt in ihren fähigen Händen. Wow, diesmal ohne extreme Sprachstolperer und ja, egal. Ich lob's mal lieber nicht zu sehr, sonst passiert's dann doch noch. Ich weiß nicht mal, muss ich überhaupt drehen oder geht es einfach von alleine? Ich bekomme jetzt jede Menge schöne Sachen. Aber dieses Fieder machte mich nervös. Oh, ich werde geblendet. Das finde ich zwar sehr blendend. Ganz ehrlich, ich muss niemals gut werden. Aufkommen. Wieder so, Martin, wir sollen wohl unsere Wäsche richtig reinlich waschen. Nee, ich denke mal, es ist für die Waffen und wir werden schon sehen, was das genau noch ist. Okay, wir müssen da rein. Wir gehen aber nicht da rein. Wir gehen hier lang. Ich will wissen, was hier noch ist. Feuerrate. Das ist doch schön. Ich sag's doch. Ich hätte es nicht vor, es gibt zu viel Löwen hier. Ein Textblock, den wir angucken können, wenn wir angegriffen. Ja. So. Nein. Wir hatten einen Textblock bekommen. Wo ist der jetzt? Hä? Da? Scuff! ISC-31294 CMS Ritnauke, keine Ahnung. An alle Offiziere mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres ist es Admiral Marjorie Graves nicht gestattet, in ihr Quartier zu verlassen. Stellen Sie rund um die Uhr eine Wache auf. Eine Wache ab, ja. Um Ihre Aktivitäten zu überwachen. Unter keinen Umständen darf jemand mit ihr sprechen. Der Befehl über die Flotte, da obliegt nun mir. Leiten Sie alle Anfragen durch Planetenkanäle um. Major General Spencer Mahat Scuff MPI 09041594. Schöne Telefonnummer. Ich gehe mal davon aus, dass es die Telefonnummer ist. Das sah zumindest so aus. Es könnte auch die private Handynummer sein. Man weiß ja nie, ne? Okay, ich brauche mich nicht zu drehen, das geht mal alleine. Sie kommen von überall her. Feuer! Feuer! Ich sagte Feuer! Einsteigen! Wo zum Teufel sind Sie? Was da an der Übergangsröhre? Es kommen immer mehr! Sir, uns geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Tja, ja. Ich lasse mir alle Zeit der Welt. Die schaffen das schon. Ich meine, wir haben den ersten Teil überlebt. Wir haben den zweiten Teil überlebt. Wir werden den dritten Teil überleben.
Mit oder ohne? Oh mein Gott, den da. Hatte ich mal erwähnt gehabt, dass ich die schwerelosen Dinge überhaupt nicht leiden kann? Okay. Klicke LS. Ich habe LS geklickt. Kommen Sie nicht da dran, wo dran? Puff! I believe I can fly. Was ist das denn? Ach, jetzt die weitere Mutation von diesen Babys am Anfang. Jetzt sehen sie aus wie Hunde. Ich glaube, es waren auch mal Hunde, so wie ich die Jaule da höre. Ich kann die Babys jetzt nicht finden. Aber immer noch. Ey. Immer noch so nervig wie beim ersten Mal. Jetzt nicht mehr. Die waren schon damals nervig, die werden immer nervig sein. Egal wie oft man sie trifft. Ich gehe mir davon aus, dass wir hier hin müssen. Ein Textblock. Macht einfach Spaß zu vorlesen. Gehen es Mahat von Kapitän Belknap. Verzeihen Sie den übermäßigen Lärm, Sir, aber ich kann nicht viel, anderes machen, als die gesamte Hundestaffel zu sedieren. Die Tiere spielen verrückt, sobald wir in den Orbit eintraten. Einige haben bei dem Versuch, sich aus dem Käfig zu befreien, ihre Pfoten zerfetzt. Ich möchte darum bitten, sie so schnell wie möglich zum Planeten zu schicken. Es wird ihnen gut tun, wieder etwas Auslauf zu bekommen. Hunde sind den Menschen nicht unähnlich. Und so lange eingefecht zu sein, würde jeden in den Wahnsinn treiben. Die armen Hunde. Ich meine, okay, es sind diesmal keine Babys, aber trotzdem die armen Hunde. Und ich sitze hier in einem blauen Einhornkostüm. Gut, dass hier keine Kamera ist. Achso, ich will die Tür mal so normal öffnen, einfach nur hingehen, aufmachen, aber das gibt's hier nicht mehr. Das ist ungewohnt. Norton, sind Sie da? Ja, ich bin hier. Das sollte Sie erstmal aufhalten. Gut, das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei.